Wie unschwer zu erkennen ist, befinde ich mich am Kölner Dom. Kardinal Wölki hat zu einer Pressekonferenz eingeladen, um über den Solidaritätsabend für Flüchtlinge zu informieren. Und da ihm dies ein ganz besonderes Anliegen ist, hat er dafür auch einen besonderen Ort ausgesucht, um darüber zu sprechen. Und dafür geht es jetzt ganz hoch hinaus. Mit dem Aufzug ging es für die geladenen Journalisten hinauf in den Glockenturm. Eine Kulisse, deren Name hält, was er verspricht. Mit der größten freischwingenden Glocke der Welt, dem dicken Pitter, im Hintergrund sprach Kardinal Wölki über die geplante Aktion 23.000 Glockenschläge. Dort, wo ein Mensch stirbt, dann erklingt in einer Gemeinde normalerweise die Totenglocke. Und ich habe den Eindruck, dass diese seit dem Jahr 2000 im Mittelmeer ertrunkenen 23.000 Menschen auf der Flucht vor Krieg und Terror ertrunkenen Menschen in Vergessenheit zu geraten drohen. Und wir wollen für sie beten und auch für die, die zurückgeblieben sind. Und für sie soll als Mahnruf, als Gedenkruf einmal die Totenglocke erklingen, die dann zugleich aber eben auch Mahnglocke an uns alle wird, uns dieser Menschen, die gerettet werden konnten, anzunehmen und für eine wirkliche Willkommenskultur einzustehen. Am Freitagabend um 20 Uhr ist es soweit. Der dicke Pitter auf dem Kölner Dom macht den Anfang und wird mit 100 Glockenschlägen den Mahnruf anstimmen, in den 230 weitere Kirchen im Erzbistum Köln einstimmen. Das ist kein monumentales Läuten, sondern eben wirklich ein eindringliches Läuten des Gedenkens, des Gebetes für die, die dort ihr Leben verloren haben, auf der Flucht vor Krieg, vor Terror. Und es soll zugleich natürlich auch ein Mahnläuten sein für eine gerechte, für eine solidarische Einwanderungspolitik, sowohl hier nach Deutschland wie aber auch innerhalb ganz Europas. Ein deutliches Zeichen also auch Richtung der Politik, legale Zuwanderungswege für die Flüchtlinge zu schaffen. Doch nicht nur die Politik sieht Wölki in der Pflicht. Er fordert europaweit ein Umdenken der Menschen, eine Globalisierung der Nächstenliebe. Eine Globalisierung der Nächstenliebe bedeutet, dass wir hier zunächst einmal uns dafür einsetzen, dass überall auf der Welt Menschen in Frieden und Gerechtigkeit leben können, dass Terror und Krieg ein Ende haben muss, dass soziale Gerechtigkeit, dass Wohlstand für alle, auch gerade in den Ländern Afrikas, notwendig ist. Und das bedeutet für uns zum Beispiel hier in Europa, dass wir anfangen, auch bewusster und verantworteter zu leben, dass wir nicht einfach auf Kosten dieser Menschen dort leben können, sondern dass dann wirklich wir auch unseren Lebensstil ändern müssen und an unserem Wohlstand und an dem, was unseren Wohlstand und unsere Lebensweise ausmacht, andere partizipieren lassen. In einer ökumenischen Andacht auf dem Roncalliplatz in Köln wird Kardinal Wölki gemeinsam mit dem Vizepräses der evangelischen Kirche im Rheinland, Christoph Pistorius, der verstorbenen Flüchtlinge gedenken. Bei der anschließenden Veranstaltung werden Flüchtlinge von ihren Erfahrungen berichten und Hilfswerke über ihre Flüchtlingshilfe informieren. Die an diesem Abend gesammelten Spenden sind für die Seenotrettungsinitiative MOAS gedacht. Kardinal Wölki freut sich über jeden Besucher, der zum Solidaritätsabend kommt oder diesen am Livestream verfolgt. Ganz herzlich lade ich alle Menschen guten Willens ein, am Freitagabend 19.30 Uhr auf den Roncalliplatz vor unseren Kölner Dom zu kommen, um für die Menschen, die 23.000 Menschen, die seit 2000 im Mittelmeer ihr Leben verloren haben, auf der Flucht nach Europa zu beten, um ihrer zu gedenken und um sich einzusetzen für eine Willkommenskultur und für Flüchtlinge, dass wir diese Menschen hier als Chance für uns und für unser Land begreifen.